In einem aufgebauten Zelt und nach allen Corona-Covid-19-Auflagen ging am ersten Schultag die Eröffnung der neuen Volksschule Hörzendorf nahe dem Schakl-Mo-Stadion in St. Veit über die Bühne. Alle wichtigen Persönlichkeiten, ob Stadt und Land Kärnten, waren gekommen, um bei diesem Festakt dabei zu sein. Für die Schulverantwortlichen war dieser Tag ein wahrer Freudentag. Der heutige Tag könnte aufregender nicht sein. Aber es ist keine Aufregung, die unangenehm sich anfühlt, sondern es ist eine Aufregung wie am Hochzeitstag, so ungefähr. Ja, es ist schon etwas ganz Besonderes. Man sieht das in Kärnten also überhaupt nicht. Ein neu errichtetes Gebäude, was einmal sehr selten ist, dass Kärnten neue Schulen errichtet werden, zum einen. Zum anderen in der Art und Weise, wo Lern- und Freizeit- und Nachmittagsräume, Essen und auch Bewegung und Sport und die Interessen der Schüler und Schülerinnen derart miteinander verbunden worden sind, dass es ein wunderschönes Ensemble ergibt. Und wie man heute gehört hat, auch bei der Eröffnung, es ist die einzige Schule, die wirklich in Kärnten ausschließlich in der verschränkten Form der Ganztagsschule angeboten wird. Noch dazu befindet sich die erste Ganztagsschule Kärntens mittendrin in der Natur. In diesem brandneuen Schulgebäude werden aktuell 61 Schüler und Schülerinnen unterrichtet. Dementsprechend erfreut über diese bauliche Errungenschaft sind naturgemäß die Eltern. Mir ist das und uns ist das, glaube ich, sehr, sehr bewusst. Es sperren viele, viele Schulen zu. Und da in St. Veit wird noch ein neues Schulgebäude auf den neuesten Standard gebaut. Es sind über 4 Millionen investiert worden in diese Schule. Es gehen jetzt über 60 Kinder in diese Klasse. Also wir sind sehr, sehr stolz drauf. Nach dem Spatenstich im Jahre 2019 wurde die Schule in Unterbergen in nur 10 Monaten errichtet. 100 Facharbeiter aus insgesamt 35 Firmen sorgten für perfekte Arbeit. Der Baustoff Holz ist auf einer Nutzfläche von 1050 Quadratmetern prägend. Ich freue mich, dass wir dazu beitragen konnten, Land und Gemeinde dieses Juwel zu errichten. Und ich halte es mit einem Satz des alten Sozialpolitikers Julius Dandler, der gemeint hat, wer Kindern Paläste baut, reißt damit Kerkermauern nieder. Hier steht ein solcher Palast. Und das zeigt einfach, dass wir gerade hier in St. Veit auch noch einen Schritt voraus sind, kärntenweit. Und ich hoffe, dass natürlich dieses Konzept der Ganztagsschulen auch zukünftig weiter ausgerollt wird. Vor allem hier in St. Veit deshalb so besonders, weil wir einen Kindergarten auch hier haben und diese Synergien zwischen Kindergarten und Volksschule auch in Zukunft noch mehr stärken möchten. Wir möchten den Kindern den Übergang zwischen dem Kindergarten und der Volksschule zukünftig noch erleichtern. Es soll stressfrei über die Bühne gehen. Ja, wenn ich das so sehe, möchte ich gerne Franz Kafka zitieren. Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Und St. Veit ist immer einen sehr, sehr erfolgreichen Weg gegangen, was die Bildung betrifft. Sie haben den ersten Bewegungskindergarten vor vielen Jahren geschaffen und heute die erste verschränkte Ganztagsschule. Und sie haben ein wunderschönes Gebäude errichtet. Eine Schule und ihr pädagogisches Konzept gibt spannende Einblicke in die Schule der Zukunft. Der Trend ist klar, alleinerziehende Eltern werden stetig mehr und die doppelte Berufstätigkeit der Eltern ergibt immer weniger Möglichkeiten, die Kinder unterzubringen. Daher sind Ganztagsschulen wie diese in St. Veit von größter Bedeutung. Es hatte vorher einige Diskussionen gegeben, aber der Herr Bürgermeister, der hatte damals als Vizebürgermeister noch den Antrag gestellt, dass diese Schule herkommt und jetzt eben noch Rekordbauzeit, 10 Monate später stehen wir da und können wir das Ganze eröffnen und das ist natürlich eine Riesenfreude für uns alle. Also ich muss sagen, ich bin wirklich sehr stolz, dass ich von Anfang an eigentlich dabei war. Wir haben ganz am Anfang, wie wir die Möglichkeit gekriegt haben, uns eine Schule angeschaut oder sogar mehrere Schulen angeschaut, weil man sich das auch nicht vorstellen hat können, wie eine Schule, so eine offene Schule überhaupt ausschaut. Mit diesem Marktplatz, wo sich die Kinder begegnen können, diese offenen Klassen. Wenn man sich das Gebäude anschaut, dann muss man wirklich sagen, es ist ein Wohlfühlgebäude. Und gerade die Kinder, unsere Zwergerland quasi, die brauchen irgendwo ein Wohnzimmer, wo sie sich dann richtig wohlfühlen. Und ich glaube, das ist da richtig gut gelungen. Die Eröffnung der neuen Volksschule in Unterbergen-Hörzendorf war ein absolutes Ereignis in der Bildungsstadt St. Veit an der Glan. Die Vorbereitungen dazu begannen bereits in den Ferienmonaten.
Also sowas kann nur entstehen, wenn man ein gutes Team hinter sich hat. Wir haben bereits mit Schulende alle Texte zusammengesucht. Wir haben die Gedichte ausgewählt, die passen. Wir haben das noch in den letzten Tagen unter den widrigsten Umständen einstudiert mit den Kindern, haben die Texte allerdings den Kindern mitgegeben, sie gebeten, dass sie das zu Hause in den Ferien ein bisschen wiederholen. Und wir haben uns dann zweimal in den Ferien getroffen und haben heimlich geprobt. Und ich glaube, deswegen ist uns das heute total gut gelungen. Die erste verschränkte Ganztagesschule Kärntens wurde feierlich eröffnet. Stadt St. Veit an der Glan und Land Kärnten investierten dabei 4,2 Millionen Euro.